Understatement ist ein Schlüsselbegriff zum Verständnis Tomés und seiner Filme. Die Hartnäckigkeit, mit der er seinen Einfluss auf die Qualität seiner Filme dementiert, lässt, angesichts der Ergebnisse, die Besessenheit, mit der er Filme macht, umso deutlicher zutage treten. Diese Haltung ist auch eine wichtige Eigenschaft vieler seiner Filmfiguren. Gerade weil sie darauf bestehen, etwas ganz Alltägliches zu tun, können ihre Handlungen große Dimensionen annehmen. Ich habe es halt so gedreht, dass man immer alles möglichst gut sieht, nicht? Das ist natürlich auch ein Prinzip, das Hawks hat, ja, nicht? Also insofern habe ich mir da halt das Prinzip von Hawks zu eigen gemacht. Das habe ich halt übernommen für mich einfach. Aber das hat auch mit meinen Vorlieben in der Literatur zu tun gehabt, nicht? Ich meine, ich wollte ja vorher Romane schreiben, nicht? Und habe Gedichte geschrieben lange Zeit. Und was ich mochte, waren halt einfache Sachen, ja? Also nicht formal ambitionierte Dinge. Also die Überbetonung der Form, das hat mir nie gefallen, ja? Und die unbedingt. Ja, und die Überbetonung des Inhalts noch weniger. Also wenn etwas ich habe die Tiefe, ja, hinter den Sachen, davon wollte ich nichts wissen, ja, damit wollte ich nichts zu tun haben. Und das ist ja eine typisch deutsche Angelegenheit, nicht? Bei der Lyrik war lange Zeit mein absolute das, was ich am allermeisten mochte, halt japanische Haikus und sowas, in Gedichte von Brecht, die in die Richtung gingen, auch Gedichte von Ben, die in die Richtung gingen. Ja. Understatement ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff bei Ben. Ja. Nicht aufs Frühstück. Wo ist die Mama? Da. Deckt. Der Tisch ist gedeckt. So, was möchtest du, Max? Was möchtest du? Brötchen? Liesel! Liebe. Tee brauch nicht. Endlich. Komm, wir müssen uns beeilen. Wir müssen gleich in Kinderladen. Kinderladen? Ja. Ja. Dann frühstücke erst erstmal. Ich habe hier in Berlin, um zu überleben, für das Arsenal-Kino als Fahrer im Wesentlichen gearbeitet, ja, und hab in dieser Tätigkeit halt die ganze, wie soll man sagen, Alternativ-Kinoszene, die es aber als Kino nicht so gab, aber die ganzen Filmclub-Szene und was es halt da so an alternativen Spielstellen, ja, gab, ja, kennengelernt und sah plötzlich, hatte man einfach ausgerechnet, wenn ein ganz billiger Film, ja, in all diesen Spielstellen laufen würde, dann wäre es theoretisch zumindest möglich, dass er sein Geld wieder einspielt. Ja. Und das war für mich eigentlich immer eine sehr wichtige Sache, dass wenn man einen Film macht und also so viel Geld ausgibt, dass das auch hinterher wieder reinkommt. Ja. Dass die Leute, die das Geld geben, ja, dass die ihr Geld halt zumindest wiederkriegen. Ja. Tomés Filme hatten sich in der Zeit des New Hollywood und der Ära des neuen deutschen Films, der zur Weltgeltung strebte, kommerziell nicht behaupten können. Hinzu kam die Ablehnung neuer Projekte durch die Förderungsgremien. Tomé stand vor dem finanziellen Ruin. Wenn er überhaupt noch Filme machen wollte, musste er mit einem minimalen Budget auskommen. In dieser Situation drehte er in Berlin, wo er seit 1973 lebt, Made in Germany und USA und Tagebuch, eine sehr freie Adaption von Goethes Wahlverwandtschaften. In radikaler Abkehr vom professionellen Stil der Münchner Filme nutzte Tomé die kargen Produktionsbedingungen zur Suche nach neuen Ausdrucksformen. Die Filme sind ohne Drehbuch in Schwarz-Weiß und 16mm aufgenommen. Sie erzählen in langen Einstellungen private, zum Teil autobiografische Geschichten von Ehe- und Beziehungskrisen aus der Berliner Szene.
Ja, Made in Germany ist natürlich autobiografisch, dadurch, dass meine eigene Frau die weibliche Hauptrolle spielt, ja, und ich mit ihr in der Zeit unserer Ehe gewaltige Auseinandersetzungen hatte und sie in einer gewissen Weise halt sich selbst spielt, nicht? Und wenn die vorgegebene Szene zu Ende gespielt war, habe ich sie oft weiterspielen lassen, ja, und dann haben die halt zu Sachen aus ihrem eigenen Leben gegriffen, die beiden Schauspieler, ja, nicht? Und haben dadurch automatisch unsere eigene Geschichte, also meine Frau hat ihre eigene Geschichte reingebracht mit mir und ihr Filmehemann hat seine Geschichte, seine Ehegeschichte mit reingebracht. Hey! I'm listening. You aren't. You are painting on your hand. I'm really missing. I'm only just trying to think what, how I can earn some more money. What are you doing? Ich wollte die Wahlverwandtschaften immer als Film machen. Ich konnte mir aber nie vorstellen, es als Kostümfilm zu machen. Weil ich das einfach nicht mag. Ich mag nicht so tun, als würden also Leute mit Perücken und so und so tun, als wäre das jetzt, als wäre das Wirklichkeit. Ja. Das gefällt mir einfach nicht. Und so bin ich immer irgendwie an allen Möglichkeiten, Wahlverwandtschaften zu machen, habe ich wieder aufgegeben. Ja. Ich habe also viele, viele Jahre daran irgendwie gesessen und überlegt, wie ich es machen könnte und auch schon Drehbücher angefangen. Ja. Und in dieser Methode von Made in Germany war es halt plötzlich möglich, ja. Beschreibung einer Insel zeigt eine Gruppe von Amateurethnologen, die ein halbes Jahr lang eine Südseeinsel und ihre Bewohner erforschen wollen. Thomé arbeitete von 1976 bis 1979 an diesem Projekt, das in seinem Werk eine Sonderstellung einnimmt. Der Film brachte ihm im Ausland große Anerkennung ein, änderte aber nichts an seiner Außenseiterrolle in der Bundesrepublik. Also Beschreibung einer Insel ist für mich eine Mischform zwischen Dokumentarfilm, Spielfilm und Experimentalfilm. Ich lege sehr, sehr großen Wert darauf, zu sagen, es ist vor allem aber ein Spielfilm. Denn in allen Szenen oder alles, was man im Film sieht, ja, alle Szenen, die man im Film sieht, ja, alle Menschen, sind sich, die man vor der Kamera sieht, sind sich bewusst, dass die Kamera läuft und spielen bewusst. Ja, also nehmen diese Anstrengung, sich normal zu verhalten, so zu tun, als würden sie sich normal verhalten, ja, obwohl da eine Kamera läuft, ja, auf sich, ja. Sowohl die Leute, die auf der Insel leben, wie auch unsere Leute, ja. Und alles, was die Leute auf der Insel machen, ja, was man im Film sieht, ist für uns gemacht, ja.